Caroline, ich bin mir hier sicher. Hintergrundbild. Naja. Ich wollte was fragen, weil ich stehe jetzt schon hier bei Heros. Ich hatte ihn ganz früher. Er ist so Springen- und Dressurpferd. Und ich wollte euch einfach nur mal fragen, ob ich ihn kaufen sollte. Aber heute mache ich jetzt, also nehmen sollte. Also, ja. Ja, deswegen. Ja, nur kurz zu fragen. Aber heute mache ich endlich wieder mit Midnight etwas und ja. Wow, werde ich endlich wieder geritten? Naja, hab eigentlich nicht so Bock. Ja. Heute werde ich auch mit euch ein bisschen mitfilmen. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, es freut euch. Also, ich werde ein bisschen auf meine Sicht, wie schon gesagt, mitreden, aber auch ein bisschen Caroline. Jetzt nicht richtig, was Reiter sagen, was ist versus, was Pferde denken. Nee, das mache ich. Machen wir aber anders vielleicht. Ihr könnt es euch auf jeden Fall wünschen und ich blabber jetzt noch schon ein bisschen lange, weil Caroline einfach nicht kommt. Entschuldigung, Mitleid wegen der kleinen Verspätung. Boah, dieses Tor müssen wir echt mal wieder üben. Also, jetzt. So. Okay. Ja. Voll logisch. Komm, Midnight. Midnight. Ja, wie ihr seht, kommt Caroline mir nicht nach, aber ja, halt Midnight. Ja, übrigens, Heros und Midnight sind richtig gute Freunde. Und ja, dann habe ich mir gedacht, weil Midnight eigentlich so brav ist, vor allem beim Fressen, dass man ihn nicht anbinden muss. Jo, das ist wirklich so. Aber manchmal haue ich noch mal kurz ab. Ja, und dann ist mal los. So, Midnight, ich hole schnell dein Futter und dann misst dich aus. Was kriegst du heute? Ich würde sagen, diese Möhren. Ach, irgendwie bin ich blöd, dass Snowflake schon in Midnight verliebt ist. Irgendwie ist Midnight voll süß. Wow, habe ich gerade gehört, dass Midnight voll süß ist? Oh nein, aber egal, fresse ich einfach. So, und ich mache das jetzt seit Midnights Box sauber. Dann geht's mal los, würde ich sagen. Erstmal mache ich hier
Okay. Ja. So. Jetzt. So viel Mist liegt da. So. Das gleich auf. So, dann muss ich. So fege ich hier nochmal kurz den Trick. Das dreckige Einstreu rein. Weg. So. Ja, wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, dass ich nirgendwo irgendwas mit Sand habe, weil wir haben neuerdings einen Kater und der könnte da, also hat, könnte da reinmachen und deswegen haben wir das nicht. Nee, noch kurz so Info. So, jetzt bin ich eigentlich fertig und dann bring ich alles weg. Die Decke ist erstmal weg und dann kratze ich mal seine Hufen aus. Hufen. Entschuldigung. So. Das war's mit den Hufen. Hufen. Was rede ich da eigentlich? Zwei Beine habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig. Ja. So. Nächste Bürste. Übrigens, bei mir ist es eher so, auch für den Körper, die neue, so diese blaue Bürste, die ich jetzt gleich in die Hand nehme. Die da, die nehme ich, nehmen wir ziemlich viel. Als für die Beine, aber auch für den Körper. So, ja. Jetzt mal kurz aus meiner Sicht. Ich finde es voll angenehm. Dieses eine Bein juckt voll. Oh, weitermachen bitte. Heute hat sie sich vorgenommen, richtig viel mit mir zu machen. Also auch richtig viel mich zu putzen. Und ja, hoffentlich wird das jetzt auch so. Bisschen rechts. Bitte. Nach vorne. Ah, genau da. Oh. Nein, nicht umändern. Das war doch gerade so angenehm da. So. So, nächste Bürste.
schon lange Filme mit Blitz, also. Bin ich jetzt schon fertig und dann hole ich gleich den Sattel. Oh mein Gott, Leute, krass, wirklich. Es regnet gerade wirklich in Strömen. Und jetzt gehe ich, eigentlich wollte ich heute noch mal kurz rausgehen. Rausgehen und draußen ein bisschen Wohnarbeit oder eben Springen machen mit ein paar Baumstämmen. Aber ja, ich glaube, jetzt gehen wir eher in die Halle. 1, 2, 3. Ich habe dir gemerkt, okay, jetzt gehe ich erstmal in die Halle. Dann sage ich es euch erstmal. Okay, wahrscheinlich habt ihr gemerkt, was mit meiner Trense hier passiert ist. Zum Glück geht es auch noch ein bisschen so. Also, aber trotzdem nicht wundern, bitte. Ist wirklich schön und ja, jetzt filme ich mal so von meiner Reitersicht. Okay, jetzt gerade eben kurz nicht, es ging wirklich nicht anders. Ein bisschen werde ich jetzt nochmal alleine das alles machen, also aufwärmen. Das soll ich euch mal mitnehmen. Okay, viele machen es so, dass sie einfach euch mal nicht mitnehmen. Aber dann machen wir mal zur Abwechslung, auch wenn es ziemlich langweilig ist. Wahrscheinlich, hoffentlich interessiert es euch mal ein bisschen, dass ihr auch beim Aufwärmen dabei seid. So Leute, jetzt bin ich wirklich schon ziemlich viele Runden im Schritt gegangen und ja, dann würde ich sagen, ja, traben wir mal an. Stück hier filme ich nicht, das wär wirklich zu anstrengend. Und ja.
sehen uns wieder. Dann, Midnight, leg mal los. Naja, wir können es besser. Was ist eigentlich los heute mit dir? Das sind nur Trappstangen. Okay, schon wieder ein bisschen angetickt. Okay. Ja, so. Schaffen das. Galopp. Naja, wir können das wirklich besser mit Neid. Das jetzt? Okay, Midnight. Ich weiß, das sind jetzt keine Galopp. Nicht so richtig der Galopp. Abstand, aber wir schaffen das auch im Galopp. Höher auf und dann sehen wir uns wieder. Schaffen wir auch im Trab. So, ich habe jetzt in langsam das mal ein bisschen gefilmt. Im Trab. Ja, und so ging es gerade ein bisschen besser. Können wir jetzt auch im Galopp langsam filmen. Ich bin slow motion. Macht es wirklich der Midnight besser? Naja, okay. Wahrscheinlich war das nur ein Zufall, weil das geht ja nicht einfach bei slow motion besser sein. Das ist nur blödes Quatsche. So, jetzt bin ich wieder da. Und ja,
Wie ich gerade gehört habe, gehen wir jetzt nochmal raus, weil es hat endlich aufgehört zu regnen. Oh, wo sieht man das? Über dem Dach. Es regnet nicht mehr. Okay. Ja, und deswegen gehen wir jetzt nochmal zum Springparcours und danach war es das auch schon. Ja, genau. Abbauen tun wir dann am Schluss. Ohne euch aber. Und ja. So, rein mit uns. So. Midnight. Jetzt ist Konzentrierung angesagt. So, irgendwie habe ich keine Lust, diesen Parcours zu springen, aber wir zeigen ihn euch oder dir, je nachdem, wer es jetzt schaut, hier den Parcours. Und ja. Das erste Hindernis ist das hier. Schleim. Ah, super Hindernis. Es muss wieder aufgebaut werden. Schlau. Ja, die Kamera galoppiert. Ja, dann galopp. Naja, berührt. Aber trotzdem. Das Hindernis haben wir alles geschafft und bei diesem Hindernis haben wir angetickt, aber das ist ja okay. Wir sind ja nicht ganz so streng wie beim Turnier. Ja, und dann würde ich sagen, wir satteln wieder zusammen ab, weil das machen andere so wenig. Und dann habe ich mir mal gedacht, ja, dann machen wir das mal auch mal zusammen. Viel und ja. Ja. Batterie ist auch fast leer. Wahrscheinlich werde ich nicht ganz alles mitfilmen, aber gut. Dann. Oh. Oh nee, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Also, ich gehe noch mal kurz in die Halle zum Schritt reiten. Okay, einmal noch bin ich das hier gegangen. Ja. Noch mal kurz von meiner Sicht aus. So. Ja. Dann gehen wir mal zum Absatteln. Der Weg von oben. Dann steigen wir mal ab. So, treten wir mal ab. Das ist dann schon die dritte Deutsche. Schreibt das Problem oder schreibt das nicht?
Kommt hier noch. Jetzt fertig. Füttern kann ich noch alleine. Und ja. Leute, also wenn ihr im Hintergrund Gerede gehört habt, nicht wundern, das war meine Familie, habe ich ja schon so tausendmal gesagt. Wenn ihr überhaupt schon mal meine Videos gesehen habt. Und ja, es ist nämlich im Wohnzimmer mein Schleich. Und ja, ich habe mich so bemüht, die Hände nicht mit ins Video zu bringen und die Kamera nicht so zu bewegen, aber irgendwie richtig riesig bewegt, also funktioniert hat es nicht. Also ja, ich hoffe, ihr fandet es schon trotzdem ganz okay. Und jetzt am Ende blabber ich jetzt schon 50 Sekunden. Also, besser gesagt, eine Minute. Und dann höre ich mal auf. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.